Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein eindrucksvolles Experiment eines spanischen Anästhesisten, der in einem Video darstellt, wie unterschiedlichste Masken nicht dazu geeignet sind, Aerosole zurückzuhalten. Aerosole sind winzige Luftpartikel, die beim Sprechen, Singen und anderen Tätigkeiten ausgestoßen werden vom Menschen und die stark im Verdacht stehen, Viren zu übertragen. Sie werden auch als besonders problematisch erwähnt, da sie lange in der Luft schweben und auch über den Abstand von 1 oder 2 Metern hinaus eine Gefahr, wie auch immer man das sehen will, für andere bedeuten bei der Ansteckung mit Covid-19. Karl Lauterbach hat uns ja bei Markus Lanz erklärt, dass in Restaurants über die Klimaanlage die Aerosole im ganzen Raum herumfliegen und so die ganzen Leute anstecken würden. Wie wir wissen, hat das RKI ja noch im Frühjahr das Tragen von Masken als ungeeigneten Schutz vor Viren betrachtet. Im Folgenden das Video des spanischen Anästhesisten. Ich bin Dr. Ted Noel. Ich wurde gebeten, eine kurze und nette Version dieser Maskenvorführung zu machen, die 16 Minuten dauerte. Und was ich also zuerst tun werde, ist, sehr schnell durch die Studien zu springen. Die Diagramme unten zeigen 2 Studien, aus denen hervorgeht, dass es die Aerosolrückführung durch die Klimaanlage war, die eine große Anzahl von Menschen infizierte und nicht die Tröpfchenverbreitung. Die 3. Studie, die wir hier oben sehen, stammt aus dem CDC's Journal of Emerging Infectious Diseases, wo sie die H1N1-Grippe untersuchten, die im Wesentlichen die gleiche Größe wie Covid-19 hat und auf die gleiche Weise übertragen wird. Und sie fanden nach Durchsicht von 14 peer-reviewed Studien heraus, dass Masken keinen Effekt auf die Übertragung von Covid-19 hatten. Also kommen wir gleich zur Sache und sehen uns eine gewöhnliche chirurgische Maske an. Und ich benutze einen Vapor. Wie Sie sehen können, gehen die Aerosole in der Größe von Covid-19 oder größer, erzeugt durch den Verdampfer, durch eine chirurgische Maske hindurch und um sie herum. Nehmen wir nun eine Schalenmaske und sehen Sie uns genau an. Los geht's. Beachten Sie, dass es einfach durch die Maske hindurchgeht und in jede Richtung. Die Aerosole werden durch die Maske von keinem Material beeinträchtigt. Nun schauen wir uns eine chirurgische Maske mit einer Nasenbrücke an, die nach oben auch meine Brille vor dem Beschlagen schützt. Siehe da, die Aerosole gehen rundherum. Es hat keine Wirkung darauf, dass ich die Aerosole an Sie verteile. Nun eine Stoffmaske, die ich mir von meiner Frau geliehen habe. Noch einmal. Los geht's. Boom. Geradewegs hindurch und rundherum. Es hat keine Auswirkung auf die Ausbreitung von Aerosolen. Sie gehen überall hin. Und dann ging ich los und kaufte eine Schutzmaske mit einem hochwirksamen Filtermaterial. Hier. Los geht's. Hindurch und rundherum. Es hat keine Auswirkung auf die Aerosole des Verdampfers, die, wie Sie sich erinnern, gleich groß oder größer sind. Nun habe ich keine N95-Maske. Ich habe diese Atemschutzmaske hier und in die man alle möglichen Dinge hineinpacken kann. Aber sie ist wie eine N95, denn wenn man ausatmet, geht alles durch ein Ventil heraus. Raten Sie mal, wovor es mich vor Ihnen schützen könnte. Es wird Sie sicher nicht vor mir schützen. Sehen wir uns auch noch einmal an. Boom. Jede Maske mit einem Knopf dran hat ein Ventil, das alles von dir zu deinem Nachbarn gehen lässt. Es hat auf nichts einen Einfluss. Ich denke, Sie können sich jetzt ein Bild machen. Es gibt absolut nichts, was eine dieser Masken tut, um sie vor mir zu schützen. Und Tatsache ist, wenn ich keine Maske habe, die vollständig abgedichtet ist und bei der ich durch das Filtermaterial in beide Richtungen atmen kann und ich einen wirklich hochwertigen Filter habe, nichts in beide Richtungen schützen wird. Denn genauso wie der Rauch rausgegangen ist, rundherum und hindurch, wird es auch rundum und hindurch reinkommen.
Aerosole werden nicht durch Masken gestoppt. Sie brauchen keine große Studie. Alles, was Sie brauchen, ist das hier. Zumal die Aerosole hier tatsächlich eine größere molekulare Größe haben als die in Ihrem Atem. Und weil Ihr Atem aus kleineren, dichteren Aerosolen besteht, und obwohl diese Aerosole normalerweise nicht gesehen werden können, werden sie überall hingelangen. Sie kommen leichter durch, kommen leichter herum. Masken, Schutzmasken, Stoffmasken, wozu sind sie gut? Hier ist, wozu sie gut sind. Wenn ich husten muss, muss ich das nicht tun. Und ich fange die Aerosole auf oder hier. Oder holen Sie ein Taschentuch heraus und tun Sie es. Diese funktionieren nicht. Denken Sie daran, ich bin tatsächlich Arzt. Ich spiele keinen im Fernsehen. Bis zum nächsten Mal. Werfen Sie einen Blick auf die unten stehenden Links. Begleiten Sie mich auf MeWe oder auf Parler. Den neuen, nicht zensierenden und nicht nachverfolgenden Versionen von Facebook und Twitter. Aber wenn Sie die alten linken Zensurversionen verwenden müssen, sind wir immer noch auf Facebook und @vidzet auf Twitter. Die Nachricht ist das, was zählt. Ich bin Dr. Ted Noel. Danke fürs Zuschauen. Die Ausgabe mit der Luft entweicht nicht komplett nach vorne, sondern in alle Richtungen durch Ritzen. Aber es ist nicht weniger Luft, die sich dadurch im Raum verteilt, sondern sie wird eben in unterschiedliche Richtungen verteilt. Das Tragen von Masken in Klassenräumen wird unter anderem mit Aerosolen begründet, die mit der Zeit die ganze Luft verseuchen würden. Nach dem Experiment wäre es aber so, dass Masken keinen Einfluss darauf hätten, auf die Aerosole. Ich bin nun aber kein Experte. Wir können das ja hier nun diskutieren, wie die Masken jetzt nun die Aerosole bekämpfen sollen. Auf das Video aufmerksam geworden bin ich durch einen Kommentator. Der Kanal, der das Video auf Deutsch übersetzt hat, ist der Kanal Extrem News. Es ist ganz hervorragende Arbeit, dass dieser Kanal dieses Video auf Deutsch übersetzt hat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.